und herzlich willkommen bei Flashback, der Sendung über die Jahrzehnte. Heute ist leider schon unsere letzte Sendung und wir blicken, anders als bei den letzten Malen, nicht in die Vergangenheit oder in die Gegenwart. Wir schauen heute in die Zukunft, in die 20er, genauer gesagt die 2020er. Roboter mit künstlicher Intelligenz, der Klimawandel oder sogar Urlaub im Weltraum, das könnte uns alles in den 2020ern erwarten. Was sonst noch so passieren könnte, schauen wir uns jetzt an. Was erwartet uns in den 2020ern? Selbstfahrende Autos? Noch größere iPhones? Noch mehr Kardashians? Naja, eines ganz bestimmt, nämlich der Klimawandel. Die Erde wird warm, ja, sehr warm. Bis 2020 will die Europäische Union deshalb ihr Klimapaket umsetzen und damit Treibhausgasemissionen reduzieren. Mal schauen, ob das gelingt. Sollte alles scheitern, können wir ja früh genug auswandern, nämlich zum Mars. Der südafrikanische Unternehmer Elon Musk will den Planeten jedenfalls kolonialisieren. Und wie willst du das bezahlen, Elon? With PayPal? Na gut, hoffentlich schaffst du das, Elon, ehe die Menschheit untergeht oder von intelligenten, machtbesessenen Robotern vernichtet wird. Der Klimawandel macht sich derzeit durch heiße Sommer und schneereiche Winter bemerkbar. Auch in Zukunft werden wir ihn zu spüren bekommen. Was es mit dem komplexen Thema auf sich hat und was der Mensch dazu beigetragen hat, sehen wir im nächsten Beitrag. Starke Gewitter, enorme Hitze, übermäßiger Schneefall. Extreme Wettersituationen sind nicht nur eine Laune der Natur, sondern hängen auch mit dem menschgemachten Klimawandel zusammen, sagt Marc Olefs von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Was wir weltweit beobachten, ist einen langfristigen signifikanten Anstieg der Lufttemperatur von ca. 1 Grad seit 1900 circa. Das hat vor allem für alle temperaturabhängigen Extreme, wie zum Beispiel die Anzahl der Hitzetage oder die Anzahl der kalten Nächte, eine starke Änderung zur Folge, also Auswirkungen, die jeder von uns spürt. Das Klima hat sich zwar immer schon verändert, aber... Der wesentliche Unterschied ist aber die Geschwindigkeit des Temperaturanstieges jetzt und dass es noch nie derartig hohe Temperaturen und gleichzeitig so viele Menschen auf der Erde gegeben hat. Vor allem der CO2-Ausstoß durch Verkehr oder Industrie ist ausschlaggebend für die Erderwärmung. Im Pariser Klimaabkommen ist 2015 beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu reduzieren. Passiert das nicht, schmelzen die Gletscher in erhöhtem Maße weiter. Infolgedessen steigt auch der Meeresspiegel. Die direkte Konsequenz ist natürlich, dass kleinere Inseln und tiefer gelegene Küstengebiete ganz einfach überschwemmt werden und das halt in einer relativ hohen Geschwindigkeit vonstatten geht, ohne dass sich jetzt die Natur oder die bestehenden Siedlungsräume der Menschen sich in natürlicher Art und Weise daran anpassen können. Klimaschutz ist aber nicht nur Sache der Politik, jeder kann etwas dafür tun. Aufs Auto verzichten, Gebäude besser dämmen oder bewusster einkaufen. Letzteres geht bei Lieber ohne im 6. Wiener Gemeindebezirk. Hier werden, so gut es geht, regionale Produkte angeboten. Und zwar ohne Verpackung. Also es funktioniert so, dass man mit seinem eigenen Behälter kommt, den fickt man vorher ab und dann kann man ihn selber befüllen. Und nachher wird bei der Kasse einfach nur das Leergewicht des Behälters abgezogen. Weitere Möglichkeit gibt es auch, dass man unsere Pfandgläser benutzt, wenn man gar nichts dabei hat, oder Papiersackerln. Und es gibt auch vieles, das in Pfandgläsern von sich aus schon da ist, wie die Milch oder das Joghurt. Das sind alles schon Pfandgläser, die man einfach so nehmen kann. So kauft man wirklich nur die Menge, die man braucht und vermeidet Wegwerfverpackungen, deren Herstellung ja auch CO2 verursacht. Also gut fürs Klima. Künstliche Intelligenz ist überall. Und Roboter übernehmen immer mehr Arbeiten von uns Menschen. Dass aber auch Kunst und Literatur von Robotern gemacht werden können, ist neu. Wie? Das zeigt uns gleich der nächste Beitrag. Ich habe eine Studie gelesen, in der es hieß, dass 24% aller künstlerischen Tätigkeiten in Zukunft vielleicht ersetzt oder zumindest maßgeblich von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Ja, ne? Schwierig, oder? Das ist Fabian Navarro,
Lyriker, Poetry Slammer und Autor mehrerer Bücher. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn ich jetzt aber schon auf einem Ast sitze, denn diese Technologie kommt, das ist wie bei der industriellen Revolution, es ist schon längst halt, wir alle haben eine künstliche Intelligenz in der Hosentasche so, da habe ich gedacht, ach, wenn ich schon auf einem Ast sitze, der wackelt, warum säge ich nicht einfach weiter? Und Navarro sägt los, schnappt sich einen Laptop und programmiert einen Roboter. Diesen tauft er Eloquentron 3000. Eloquentron 3000 ist ein Bot, der Gedichte schreibt und die dann von mir und meiner Kollegin Selina Seemann auf Instagram veröffentlicht werden. Das hat mittlerweile mehr Follower als mein eigenes Profil und so langsam fängt es auch an, dass das Programm mir meine Arbeitsplätze bekommt. Doch was kann Eloquentron alles schreiben? Liebesgedichte, wie Liebeskummergedichte, Gedichte über meine Generation, welche auch immer das ist. Aufzählungstexte, Horoskope, die generiert werden. Ich habe auch mit einem der Gedichte schon mal auf einem Podium mehr Punkte bekommen als für einen Text, den ich selbst geschrieben hatte. Und nicht genug. Fabian hat nämlich noch andere Bots programmiert. Wie zum Beispiel Interpretron 3000. Interpretron 3000 ist ein Programm, was Gedichte dann auch interpretieren kann. Und noch Saufibot. Saufibot ist ein Twitter-Account, der regelmäßig kleine Phrasen, die das Trinken neu formulieren, postet. Und wozu das Ganze? Die Angst zu nehmen, denn das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die alle in uns zukommen und versuchen ein wenig mit Spaß damit zu arbeiten und umzugehen. Eloquentron schreibt jetzt auch für Flashback ein Gedicht. 5 Adjektive, Zeilenanzahl. Und schon ist das Gedicht fertig. Dein Brillenputztuch gefällt mir. Hochdosiert, aber schuldenfrei. Halt mich noch einmal so naturgemäß futuristisch. Alle reden historisch von dir. Oh Gott, du bist so prätoritär. Was findest du besonders platt? Oh Flashback. Ich denke nur an dich, Flashback. Puh, du bist mein Vorbild, Flashback. Alle reden hochmögend von dir. Lass uns mal zusammen hervorheben. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Zeitfragen. Heute stellen wir Fragen zu den 2020ern. Und zwar dem Landessprecher der NEOS Wien, Christoph Wiederkehr. Was ändert sich in der Politik der 2020er? Ich glaube, dass für Städte auch das Thema Klimawandel und Hitze in der Stadt ein immer wichtigeres wird und wir uns darum auch kümmern müssen. Glauben Sie, dass wir 2024 auf dem Mars landen werden? Ich glaube, dass 2024 auf jeden Fall der Weltraumtourismus schon viel stärker sein wird, dass es durchaus dann schon Menschen auch in unserem Umfeld gibt, die mal im Urlaub auf den Mond geflogen sind. Und würden Sie selbst zum Mars fliegen? Ja, ich würde sowas schon machen. Ja, je nachdem, wie lange ich dann weg bin. Ich bin sehr neugierig, ich bin auch abenteuerlustig. Ich würde auf jeden Fall auch mal ins Weltall fliegen und eine Marsreise. Warum nicht, wenn ich gefragt werde. Noch eine Frage, Herr Wiederkehr. Wie sieht es 2020 mit Ihrem Liebesleben aus? Ich bin in einer glücklichen Fernbeziehung und 2020 ist es dann keine Fernbeziehung mehr, sondern hoffentlich eine Beziehung, wo ich mit meiner Partnerin in der gleichen Stadt, nämlich Wien, wohne. Die Europäische Union, was einst als reine Handelsgemeinschaft angedacht war, wurde mit der Zeit auch zur politischen Union. Immer wieder wird die EU in Frage gestellt, zuletzt auch wegen dem Brexit. Aber wie europäisch fühlen sich junge Studierende aus Europa? Und wie sehen sie die Zukunft der EU? Wir haben mit jungen Menschen über die EU gesprochen. Seit den 1970ern gibt es die Idee einer europäischen Identität. 1973 wurde bei dem Gipfel in Kopenhagen das Dokument über die europäische Identität unterzeichnet. Es sollte die Einigkeit nach außen demonstrieren. Seitdem haben viele Events wiederholt zum Nachdenken über diese Einigkeit angeregt. So etwa beim Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 oder 2004,
Bei der letzten großen Erweiterung traten 10 Länder bei. Dadurch sind noch mehr Kulturen aufeinandergeprallt. Und zuletzt der Brexit. Wenn Großbritannien die europäische Identität so leicht ablegen kann, gibt es sie dann überhaupt? Und welche Bedeutung hat sie im Alltag für die Menschen aus den Mitgliedstaaten? 3 Studenten erzählen von ihren Erfahrungen und ihren Auslandssemestern innerhalb und außerhalb der EU. Für mich bedeutet europäische Identität, dass wir alle gleich sind, dass wir dieselben Rechte haben, dass wir es beispielsweise in so viele Länder ganz ohne Pass reisen können. Europa bedeutet für mich Gemeinschaft, dass ich mich in jedem Land in Europa frei bewegen kann und ein Gefühl von Willkommenheit und Zugehörigkeit habe. Es macht keinen Unterschied, ob ich Deutscher oder Spanier oder Niederländer bin. Ich habe dieselben Rechte hier wie überall in der Union. Die Idee weitergedacht hat der deutsche Schriftsteller Robert Menasse. In seinem Roman Die Hauptstadt schildert er einen europäischen Pass. Er soll den Menschen helfen, sich europäisch zu fühlen, indem die Nationalität abgeschafft und hinter eine europäische Staatsbürgerschaft gestellt wird. Warum die Idee einer europäischen Identität bei Jungen mehr Anklang findet als bei Älteren, erklärt der Politikwissenschaftler Guido Thiemann. Junge, gut qualifizierte Menschen profitieren von der Europäischen Union, sie profitieren von einem einheitlichen europäischen Arbeitsmarkt, profitieren von Studienmöglichkeiten und so weiter. Ältere Menschen, die vielleicht nicht so qualifiziert sind, sind skeptischer, weil sie natürlich weniger Möglichkeiten und Chancen für sich sehen und deshalb ihr Heil eher Nationalstaat suchen wollen. In Österreich liegt die Zustimmung zur EU laut Eurobarometer aktuell bei 45%. In den meisten Mitgliedstaaten stagniert die Zustimmung zur Europäischen Union. Ich denke, das wird auch so bleiben in der näheren Zukunft. Was allerdings ein Alarmsignal sein könnte, ist gerade, wenn es um Geld geht, dass viele Bürger Solidarität ausschließlich im Nationalstaat definieren und nicht über Grenzen hinweg solidarisch sein möchten mit anderen Bürgern, meinetwegen mit Griechen oder mit Italienern, die finanzielle Probleme haben. Und wie sieht die Zukunft aus? I think that is in our hands. Es liegt in unseren Händen. Unsere Generation hat die Macht, zu verändern, wie wir Sachen tun. Wir müssen Probleme lösen, wie Wirtschaft oder wie Flüchtlinge behandelt werden. Ich hoffe, dass man durch Social Media und Internet doch noch eine Gemeinschaft und eine Community kreieren kann und die Gemeinschaft der Europäer doch noch zu erhalten. Also die europäische Zone, da gibt es schon sehr viele Probleme derzeit. Aber dennoch hoffe ich, wenn alle Länder an einem Strang ziehen und wirklich zusammenhalten, dann kann man mit Europa auch sehr viel Großes erreichen. Auch Guido Thiemann kann keine fixe Prognose geben. Es ist natürlich schwer zu sagen in der Zukunft, wie die Europäische Union aussehen wird. Aber ich denke, auf jeden Fall wird sie komplexer werden, wird noch mehr Ausnahmeregeln haben, wird heterogener werden und wird dann eben ein doch sehr schwer zu fassendes Gebilde sein. Einige Staaten werden sich stärker integrieren, andere Staaten werden Opt-outs haben und die Weiterentwicklung wird bestimmt nicht mehr Integration meinen, sondern wird zu differenzierter Integration führen. Ja, und das war es dann leider schon von unserer Seite. Das war die letzte Folge von Flashback. Im Namen des Teams bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Tschüss und vielleicht sieht man sich ja mal wieder in Zukunft.